Moin Moin und herzlich willkommen zur Mega-Koop-Saison in F1 2018 im Jahr 2019. Und mit dabei ist Way, Duki, Maxi, Marvin, Egor, Kai und Viper. Grüß euch. Ja, moin. Moin. Hallo. Moin. So, und ich bitte einmal Way, die Lose zu ziehen. Die 11. Strecke. Jetzt muss Kai selber zählen. 1, 2, 3. Das ist Deutschland sein. Die 11. Strecke könnte Großbritannien sein, oder? Nee, die kurze nicht mit, ne? Ah. Nee, die kurze nicht zählen. Die habe ich nicht mit rein. Das haben wir richtig gemacht hier. Ja, geil. Die Nordschleife, geil! Ja, Mann. Grüne Hölle, gleich mal am Start. Das freut mich doch. Ja, Daddy! Ja, Duki ist das erste Mal jetzt dabei. Genau, Premiere. Genau. Und zusammen mit Ray eine werden wir direkt eine Symbiose eingehen. Team abgepixelt wird die Scheiße rulen. Und das fett. Ja, mit Ferrari-Motor. Ja. Nur mit verschiedenen Autos. So. Ja, und es gab eine kleine Änderung. Maxi fährt im McLaren. Jawohl. Kannst du das mal erklären? Strafversetzung. Ah ja. Aber das erste ist einfach zu gut. Zusatzgewicht. Hätte genau. Einfach nur mehr essen müssen. Das gilt aber nicht. Hättest du auch machen können, wärst du noch langsamer. Weißt du, Duki, eigentlich mit der Setup-Regel Bescheid oder nicht? Das würde ich mir jetzt runterladen, ja. Oh, Rennen, Regen. Wow. Wir müssen leider die Lobby neu starten hier. Die Anfang Regen und dann zum Ende trocken. Das war's komplett, damit hat sich das dann auch erledigt. Geil. Das ist doch cool. Da kommt Stimmung auf. Ich weiß nicht, ob du das runterladen kannst tatsächlich, weil die glaube ich nicht im Steam Workshop freigegeben sind. Ja. Ach, hätte ich über Zeitfahren machen müssen jetzt. Ja. Habe ich doch gesagt, ja. Okay. Ja, aber ich habe doch jetzt nicht die Zeit für jede Strecke dazu machen. Wir können es auch einfach durchgeben. Und du kannst es dann deiner Bedingung verändern. Ja, das wäre nett. Ich gehe es einfach einmal ganz kurz durch. Können die anderen ja auch nochmal kontrollieren, ob sie das gleiche Setup haben. Philipp, ich fahre die Chinesenreifen. Also, Aerodynamik ist auf... Aerodynamik ist auf 4,7. Ja. Da kann man ja trotzdem mal testen. Transmission ist 100-100. Ach, doch, das lange... Oh Gott, ich glaube, das Regen wird das richtig eklig werden. Radsturz ist minus 2,7 und minus 1. Ja. Spur ist 0,14 und 0,50. Ja. Radaufhängung ist 1,398. Ja. 5,6. Ja. Bremsen sind 85, 56. Ich muss gleich mal ändern, das ist viel zu viel Bremsdruck. So. Reifen ist 24,6 und 22,7. Mhm. Naja, auch mal gleich weniger, ist mir auch zu viel. So. Und Gewichtsverteilung ist 8. Ah, kann es sein, dass er das nochmal verändert hat, weil ich hab's mir eben gerade erst runtergeladen und ich hab ein anderes Diff. Ja, Diff kann man das, ja eh ändern. Also das ich würde auch nicht ich sowieso mit, ändern. Ja, also mit 100-100 werde ich ganz sicher nicht fahren. Ah, doch klar. Im Regen. Ja. Das ist geil. Weiß nicht, was ihr habt. Ja, alle am Rumheulen hier. Dann bin ich mal gespannt. Lass uns ein paar Runden absolvieren. Hat mal einen an Gartenschlauch, damit ich die nasse Bedingungen testen kann. Sorry. Dabei. Hast vergessen, Mist. Ja. Schlauch ja, Garten haben. Na, Abu Dhabi hast du dann wieder dabei, wa? Ah, Abu Dhabi regnet sowieso. Das ist immer so feucht. Letztes Jahr im Finale war ja tatsächlich irgendwie Regenwolken da. Hätte ich ja auch extrem lustig gefunden. Ja, nur mal kurz für meinen Zuschauer zur Erklärung. Ich habe dieses Jahr noch nicht F1 2018 gespielt. Ey, ich dieses Jahr auch noch nicht. Weder ich geübt. Auch, ne? Ja. Deswegen bin ich sehr froh, dass Hockenheim ist. Und, wir müssen vielleicht auch dazu sagen, wir nehmen gerade am 2. auf. Das Jahr ist noch nicht allzu alt für uns. Am 2. Neujahrsfeiertag nehmen wir auf. Ja, genau. Ja, eigentlich für viele am 1. Also für mich ist es der erste Tag des neuen Jahres. Den anderen habe ich nicht mitbekommen. Wie es eigentlich so üblich ist.
Der Ray lässt sich da mal einfrieren, weil er keinen Bock auf das ganze Silvestergesims hat. Ich glaube, ich war letztes Mal schon gefragt, virtuelle Spiegel gibt's nicht oder so, ne? Nee, leider nicht. Wir machen das per Schreien. Links, links, rechts, rechts, rechts! Genau. Ja, um da mal völlig abzuholen, also es gab schon zwei Saisonrennen, da war Duki leider verhindert, aber er hat jetzt, glaube ich, nicht allzu viel verpasst. Auch vielleicht auch generell an neue Zuschauer. Bei der Megacorp-Saison ist es so, dass wir eine Art Balance of Performance fahren werden, das heißt, die Berlin-Leistungen sind nicht gleich. Sprich, der Sauber, den ich fahre, ist halt tatsächlich so stark wie der Sauber, der Ferrari ist halt tatsächlich so stark wie der Ferrari. Und wir haben halt auch uns gesagt, wir setzen uns da jetzt nicht am Anfang der Saison fest, dass man halt fix in dem Auto bleibt. Sprich, wenn jetzt Duki hier absolut dominieren würde, dann könnte sein, dass er im nächsten Rennen vielleicht schon in einem ja schlechteren Fahrzeug sitzt. Genauso auch umgekehrt, wenn ich jetzt hier komplett reinkacken könnte, könnte es sein, dass ich dann irgendwie ein Upgrade oder sowas bekomme. Damit versuchen wir einfach halt es spannend zu machen. Bis jetzt war es das eigentlich auch. Also wir hatten bis jetzt immer verschiedene Sieger und ja, deswegen gucken wir einfach mal. Ja, ich bin gespannt. Frage ist natürlich, wenn ich jetzt trotzdem abkacken sollte, was bleibt da noch offen? Welches Fahrzeug bleibt denn noch offen? Mercedes ist noch ein Ticken besser. Nicht auf jeder Strecke, aber auf den meisten. Oh, übelster Leck. Das Setup ist aber ruhiger, als ich dachte. Ich habe vorhin mal eins in Spanien ausprobiert. Da ging schon ein bisschen mehr zusammen. Aber, ja. Sag mir mal, was du denkst, ja. Also ich denke, Moment, lass mich kurz zwei Runden noch fahren. Ja, also scheißegal, welche Reifen wir fahren, es regnet im Rennteil. Vielleicht wird es ja trocken. Ja, dann fährt es bloß die Ultras auf. Ja, am Ende wird es trocken. Hat ja nicht viel Wahl übrig. Kai kann auch gerne mit Soft fahren, aber... Wenn das stimmt, wann das wieder trocken ist, dann kommt nur Ultras auf den Frage. Oder halt Soft, ja gut, dann. Oder gar keine trocken bleiben. Ja, eigentlich perfektes Szenario. Ne? Ja. Ja, perfektes Szenario als Vettel-Fan. Mhm. Ja, sei froh, dass du nicht im Ferrari sitzt. Ja, besser ist es. Müssen wir was umstellen irgendwie? Wirkt das Bild bei mir sehr. Abflug, bitte nicht kopieren. Ja, oh, ich hab fast erste Kurve weggeschmissen. Erste Rennen, was ich gewonnen habe, 2016, war hier im Regen. Die Wahrheit, ja. Ja. Das war cool, das Formel 1 nicht einfach. Flüssig laufen kann. Ja, ist schon interessant. Ich habe mit OBS da so mit Problemen, das ist das einzige Spiel, was ich mit Nvidia aufnehmen muss. Das heißt, mit Nvidia leckt es hier dann zu Tode irgendwann. Oh, bei mir geht's jetzt ja schon wieder los. Und da geht das schon wieder los. Das ist doch auch scheiße. Da geht die Aufnahme gleich direkt aus. Und da gibt es nur noch ein Gas. Vollgas. Ich dachte Vollgas. Hab ich jetzt auch gedacht. Keller Knallgas. Was macht denn der das? Grüßt euch der Keller. Back. Aber. Was ist denn dann jetzt mit der Frühreinstellung gerechnet? Okay. Ich meint eher so Flappy Bird mäßig und ja, vorne kannst du ja noch ändern, aber keine Ahnung. Musst du wissen, ob du sagst, du willst ein bisschen mehr Stabilität haben und fährst mit mehr Flügel. Also ich werde es wahrscheinlich lassen. Ich glaube nicht, dass man ich jetzt mehr bei Flügel so braucht, ne? Die Frage. Die Frage! Ja, wenn ich jetzt Intermediates fahre, dann rutscht das doch so, als würde ich im Regen fahren.
Nicht ganz. Die Termite packen sehr gut bei diesen Bedingungen tatsächlich. Okay. Habe ich anderes gehört. Versuch doch mal. Hatte ich doch schon mal. Echt jetzt? Ja, das eine war, wo er mir Intermediate jetzt aufgezogen hat. Muss aber auch irgendwo in der privaten Session gewesen sein, war. Ja, war es ja auch. Aber naja, gut. Da kann ich dir sagen, Intermediate jetzt haben die Scheiße getroffen. Wer hätte es gedacht? Ja. Also, auch Gummi, wa? Wir sind auch mit den Reifen gefahren. Ja, richtig. Das ist ja praktisch wie Gummi-Spikes, muss doch mehr Griff haben. Irgendwie ist das Bild bei mir ganz komisch. Ich habe irgendwie 120, 130 FPS, aber irgendwie fühlt sich das total wie eine Diashow an. V-Sync vielleicht? Habe ich jetzt, glaube ich, gerade angemacht. Aber und auch gerade ausgemacht, da war es noch schlimmer. Okay. Ansonsten machst du mal ein FPS-Lock rein. Ja, habe ich auch bei 61 vielleicht. Fühlt sich halt irgendwie komisch an. Kann natürlich sein, dass es in der Aufnahme jetzt gar nicht so rüberkommt, weil die Aufnahme ja sowieso mit 60 FPS läuft. Jetzt müssen wir mal gucken. Also, Gott, jetzt geht es bei mir auch mit dem Laggen los. Es ist ein astreines Spiel. Ja, ich mach's auch nochmal. So. Warte mal. Philipp, mit was ist Marvin gefahren? Soft. Denk dran, ein Auge auf deine Reifentemperatur zu haben. Tipp mit der Temperaturtafel deiner MFA. Wir überwachen sowohl die Temperatur im Inneren als auch auf der Oberfläche. Die besten Leistungen erzielst du in beiden Normalbereichen. Die Oberflächentemperatur fluktuiert schneller. Ey, nicht Kupo, ey! Ja, okay, das ist auch irgendwie nix. Tut mir gerade leid an die Zuschauer, dass ich finde so geil, wie Jeff dir in der Mitte einer Hotlap erzählt, wie sie die Reifendrücke messen, innen und außen. Mach die normal, blablabla. Als ob man sowas nicht vorher besprochen hätte. Unrealistisch. Wieso kann man eigentlich die ERS und die Benzingemischen-Modi nicht durchscrollen? Hast du das ausgestellt bei dir in den Fahrhelden? Nee, also ich meine, dass ich von kein auf Hotlap gehen kann oder so. Achso, direkt ein Problem. Genau, dass es durchläuft. Weil du kannst ja jetzt nicht von Fett auf nix stellen oder auf Laden, oder? Ja, gut. Was haben wir denn hier alles? Ja, das. Oh! Das fühlt sich komplett komisch an, ey. Ich glaube, ja. Das ist ein ziemlich extremes Setup, was er da gebaut hat. Die Reifen nutzen gar nicht schnell ab. Ja, es liegt an den 30 Minuten. Ey, das gibt's doch nicht. Das wird im Regen bestimmt auch nochmal witzig. Hey. Ja, das fühlt sich also wie gesagt, die FPS sind super konstant, egal was ich da einstelle, aber das fühlt sich total ruckelig an. Was hast du denn in Cockpit-Perspektive irgendwie einen höheren Input-Lag oder sowas? Nee, der Input-Lag ist alles okay, aber es ist halt irgendwie.
weiß nicht, vielleicht gehe ich jetzt mal von der Herzzahl runter, aber ob das jetzt wirklich so sinnvoll ist, weiß ich nicht. Machen wir mal Herzzahl und... Jetzt habe ich ein schwarzes Bild, das ist noch geiler. Und jetzt geht's wieder weiter. Oh, Science, was die los? Vielleicht ist das... ist immer gut, wenn du die Kontrolle übernimmst mitten in der Kurve. Maxi, hast du schon Erkenntnisse erlangt? Ja. Mein Auto übersteuert gerade ein bisschen. Ja, das geht. Nee, ich lasse es jetzt, glaube ich, so, es klingt nix. Wäre noch mal was anderes. Maxi, wegen dem Rennen, der dann ja vorne liegt, der hat einfach das Boxenstopp, ja, ne? Klar. Hey, was hast du für Reifen drauf? Oh, los. Ich wundern, ich mach kein DRS auf. Mensch, 301 km/h, da fühle ich mich ja richtig schnell. Ja. Ich glaube, der Topspeed wird nicht dein Kryptonit heute sein. Regenmeister Lodi, kennt man doch. War schon ein Weilchen mehr, dass wir in 2018 im Regen gefahren sind, aber da ging's ja. Immer für den Dreher gut. Okay. Ich hab eine Idee. Nach außen einmal. Oh. Oder so. Einfach mal Panik und auf dem Gas. Danke, Duki. Bitteschön. Welche RS-Einstellung hattest du, als du das gerade gesagt hast mit dem 301 km/h? Ja, mittel. Ich fahr ohne, also ohne RS, mit DRS, 294. Ja, also kein und DRS auch. Genau. Ja. Ich denke nicht, dass das bei mir anders sein wird. Ich probier's mal aus. Mach mal, würde mich interessieren. Okay, alles klar. 304. Ja. Lang. Das Powerwunder. Mein Kommentar. Wunderkiste, echt. Ich versuch's jetzt nochmal mit mehr Schwung. Oh, warte, vielleicht lag's auch daran, dass ich Mager drin hätte. Mager? Hä, du hast doch gerade gesagt, kein. Ja, ich hatte mageres Benzingemisch. So. Magere RS-Einstellung habe ich noch nicht gefunden. Die würde ich gerne mal sehen. Ah, jetzt wird er schneller hier. Noch ein bisschen, noch ein bisschen. Oh, alte Strecke. Ah, 303. Alte Strecke. Dann geht's auch noch. Hätte ich ihn setzen. Wäre aber geil. Alte Strecke, Lowdown für Setup, 400 km/h. mit den 216er Autos wieder. Williams mit Auftrieb, geht noch ab. Ja, er leckt einfach weiter, obwohl ich die Aufnahme ausgemacht habe. Macht Sinn. Macht überhaupt gar keinen Sinn. Keine Ahnung, wie diese Runde zustande gekommen ist mit Lex, irgendwie nimmt er die Zeit da auch irgendwie anders. Eieiei. Ich glaube, das Rennen kannst du, wenn zocken wird, doch eher auf Super, auf Soft so gefahren. Was er kommt.
Alter. Auch ein Leck gehabt? Nee, Reifen-Eis. Das hab ich gedreht, jetzt kannst du kaum mal Kurve fahren. Oh Mann, ey. Bin echt auf den Regen gespannt. Ja, auch. Mhm. Erstmal mich da dran gewöhnen, wird eine lustige Geschichte werden. Ich muss langsam glaub, das raus so. Und so. Ja, minus 4 Runden Sprit mitnehmen, ne? Hm. Ist das eine ernst gemeinte Information oder eine Anspielung? Ja, auf Kanada ist es gut. Genau. Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,15,7. Oh Gott, hör auf zu laggen, Spiel. Philipp? Bitte. Kannst du mir sagen, ob dein vorderer Flügel vom Original-Setup abweicht? Ja, weicht er. Das war's komplett. Stroll, verpiss dich doch. KI guckt hier auf Mediums rum und steht in der ersten Kurve. Ja, der testet schon mal die Reifen fürs Rennen. Ja. War doch das Gefühl. Jo. Troll hat letzte alles Saison fertig, übrigens beim bereit. Start immer die meisten Positionen gut gemacht. Weiß jemand, wie lange wir noch haben? 10 Minuten circa. Die Minute? Roy war im Durchschnitt aber immer noch schlechter platziert im Qualifying als die Röpkin. Ich muss die erste Kurve langsam mal lernen, das ist ja ein Berry-Sing. Ich auch nicht, Maxi. Die Du-Engine. Also ich bin vorne jetzt nochmal einen runter wieder gegangen. Ja, ich probiere jetzt mal das ganz andere aus. Alter, was? Schon so viel Prozent auf den Reifen ist ja lächerlich, die haben ja nix. Ach, ich hatte 4 Runden und 30% oder so. Yay. Vielleicht wissen wir, wie ich jetzt drauf hab. Wollte gerade nochmal eine Runde raushauen, da geht ja gar nix. Ja, moin. Da steht auch, die Ultrasoft haben eine Lebensdauer von 9 Runden. Das kommt hin, wenn nicht sogar eine Runde weniger. Ja. Ich bin 6 gefahren und habe 51%. Nicht gut. Vor allem vorne links halt, ne? Da weiß ich nicht, ich bin in Garage. Da bin ich auch. 5 und 35%. Die Softs dagegen halten gut. Mhm.
Hamilton nix. Nee, das kann man nicht sagen. Oh, ey. Ich hab pro Runde, glaube, 3 bis 4 Lags. Okay. Ich hoffe ja, dass es dann wieder im Rennen ein bisschen besser ist. Ja, ich weiß nicht, F1, die F1-Spiele, das ist doch immer irgendwie komisch. Ja. Was die Performance betrifft. Oder generell Codemasters. Ich habe schon echt Angst bei Dirt Rally 2, dass es da wieder neue für neue Aufnahmeknips geben muss, damit man es überhaupt richtig gescheit aufnehmen kann. Also ich habe immer in der Haarnadel einen Lag. Ich zum Glück nicht. Nee, ich war gerade in der Kurve, ich habe mal genau drauf geachtet, aber da ist nichts. Okay, du kannst die FPS schnell umbenennen. Wäre richtig. Dinge im Leben. Also mit den Ultrasoft geht ja eh viel gar nichts. Nee. Wir machen 2 Runden Spaß, danach sind's kaputt. Kapü. Kapü! Ich bin mit den Ultrasofts ein Zehntel schneller als mit den Softs. Mit Laden los, was ich beim Flügel mache. Philipp, was bist du ohne ERS und mit Fett gefahren auf der Geraden? Mit Fett habe ich nicht getestet. Bin ohne ERS und ja, KI, Parking ist Apex. Schmeckt nicht. Und normal, glaube ich. 303. Also ohne ERS, normales Benzingemisch und DRS aus. Oh, willst du ja trotzdem, weil ich den Flügel vorne fahre, oder was? Nee. Ich wollte nur gerade mal einen Vergleich. Spionage ist real, würde ich sagen. Das ist ja interessant. Also so viel langsamer bist du nicht. Ich bin mit dem Haas 304, Philipp. So. Ja, auch mit der gleichen Technik. DRS auf, kein ERS, Standard Benzingemisch. Okay. Warum bricht denn der in der ersten Kurve mit Mag aus? Das ist doch scheiße. Richtige Antwort. Nee, muss ja schnell dadurch. Ich hab erste Kurve kein Problem. Du musst noch schneller dadurch, damit du mehr Abtrieb generierst. Ja. Oh. Ach, ja, im Renault sitzt ja gar keiner mehr. Jetzt mache ich hier Science Platz, weißt du? Der würde das auch nicht für mich machen. Nee, an dem habe ich noch Flügel abgefahren. Zeig ihm mal einen Stinkefinger oder so. Ich will jetzt genug Platz eben lassen, damit er mir gleich nicht wieder im Weg steht. Klingt doch nach Science Fiction. Aber ich bin rechts. Jo. Interessante politische Aussagen hier während dieser Folge. Oh. Oh, die KI gurkt so rum. Der wird mir wieder im Weg stehen, ich sehe es jetzt schon kommen. Bis jetzt.
jetzt liegt unsere beste Runde bei 1 Minute 15,1. Maxi, war das Rennspeed? Nein. Oder? Du bist auch langsam. Das war Rennspeed. Er sah aus, als wäre er an mir vorbeigeschlichen. Wow. Wow. Die einzige 1.15er Zeit. Balance of Performance for the win. Dann ist das F1 Amateur oder so. Ein Riemäuer, alles fertig. 4, 5, 6 und 7. Innerhalb von einer Zehntel. Oh, geil. Ja, von einer halben sogar fast. Meine letzte Runde war eine geile Zeit. Eine geile Zeit. Tut mir leid. War da auch eine Runde aus Ultra dabei, Maxi? Eine, wo ich mich weggedreht habe, ja. Okay. Ich glaube, ich habe meinen Flügel jetzt. Level 5. Schreib mal, Maxi. Ja gut, vergleichen können wir das, glaube ich, schlecht. Ja, ich weiß. Ich glaube auch, dass es schwer ist. Warte, ich muss gleich nochmal nachgucken, ich hab's schon wieder vergessen. Hey, geht da noch was? War mit 17 Runden Sprit. Okay. Eigentlich nicht so gut. Dann werde ich ja wieder durchgereicht. Ha? Da werde ich doch wieder durchgereicht. Wie? War nicht so gut. 17 Runden Sprit, ich fand das ging. Aber ich bin auch noch schneller. Hey, ich meine ja auch nicht, ich werde dann wieder durchgereicht. Ach so. Seid für halbwegs passabel. Ich bin sowieso gespannt, ob es Full Wet oder Intermediate Regen ist am Anfang. Sieht nach Full Wet aus. Ja, aber es sieht auch aus, dass du dann schnell auf Inters kannst. Och man. Boah, die ganze KI-Gang wieder vor mir. Aber weil man halt auch nicht bereitstehen kann. Und am Rennstart tue ich dann quasi einfach hochstellen vorne. Aus. Auf was muss man in das Lift stellen, damit das im Regen nicht abtackt? Niedriger, wie es vorher war. Beide. Ja. Damit nicht was? Na, damit sich nicht wegdreht. Wieso meinst du, ich drehe mich gleich weg? Alles klar. Aber wenn das offensichtlich da ein Faktor sein kann, dann stelle ich das wieder runter, weißt du? Ich glaube, jetzt ist es zu spät, wa? Wenn du schon wieder rausgegangen bist, das eine ist auf jeden Fall gelockt. Oh. So, 3, 2, 1, Risiko. Ach, ich dachte, du wolltest jetzt anmoderieren. Das ohne Gaspedal kannst du nicht mehr anpassen. Ja, immer am Gaspedal, wa? Ja. Genau. Wäre eine Möglichkeit, ja. Ja, genau. Einfach Bremse und Gas gleichzeitig. Dann bricht's Diff, man weiß es nicht, was machen muss.
Dann ist aber auf 0%, habe ich auch runtergestellt. Halt mechanisch runtergestellt, aber ja. Marvin, bist du das? Ja, wahrscheinlich. Kommt trotzdem hinter der KI raus, ich kann das nicht. Ja, KI. Aber vor mir. Ey, bei mir bist du schon vor mir Gas rausgefahren. Geben. Aber wir haben ja jetzt so viele Versuche. Ja, Reifen sind scheißegal. Ja gut, mit dem Ultrasoft geht halt maximal zwei Versuche, dann sind die ja schon komplett runtergefahren. Oh, selbst der zweite Versuch ist schon langsamer. Was fährst du? Ja, jetzt gleich 300. Ich meinte Settings. Lager und kein. Bist du gefahren? Fett und kein. Aber Windschatten hattest du nicht, ne? Ne. War vielleicht doch ein bisschen weniger Flüge dazu. Ich bleib bei meinem Flügel, ich bin nicht so, ich kann's ja sagen. Na, sag du lieber. Ich lasse jetzt erstmal die KI hier vorbei. Ich weiß gar nicht. Ich lass mal Abstand nach vorne, ich halte die jetzt hier auf. Hinter mir. Okay, der Befehl schweigt. In den Haarsformen bist du ein menschlicher. Ja, doch, Lex. Ja, lass mich mal vor der Haarnadel noch vorbei, bitte. Ich nerv die KI davor, ne, jetzt? Ah, die wird abpacken. Ja, ich hab's jetzt schon wieder aufgeholt auf die KI. Der kleine Strecke, halt echt ärgerlich fest, am besten nur raus, wenn sie gar nicht draußen ist. Ich wäre hier auch schon wieder rein. Wow. Wow. Da passiert. Danke, Philipp. Hattest du noch auf einer? Zeit. Nee. Philipp, welche Zeit? 1.13.0. Mit KI im dritten Sektor. Ich hab die Spitzkehre komplett verkackt. Ich hatte der Spitzkehre die KI. Hab außen rum geholt. Andasi hat sich nicht ganz so doof angestellt. Stand natürlich trotzdem im Weg, aber... Eine Runde geht noch. Bleibst du hinter mir? Ich fahr jetzt in die Box. Ich fahr mit den Reifen nicht zweimal. So. Das wollte ich nicht. Also wie viel Prozent hast du nur drauf? Ja, ich hab gerade den falschen Knopf gedrückt. Das wollte ich mir auch nachgucken. Ich glaube, wenn ich jetzt 8% war. Ich hab 6. Ach stimmt, eine Runde wird schon noch gehen. Sagt der Speed. Ja, der sagt 0,8 Runden, der sagt weniger. fahr noch. Tank ist leer. Oder auf Mager. Selbst dafür brauchst du zu viel. Ja, ich weiß. Ja, ich wollte. Egal, hab noch genug Versuche. So, geht direkt wieder raus hier. Max, du bist in McLaren hinter mir, ne? Mittelvollkommen. Ach schau, ich hab gleich in der Box reingefahren, du wärst dann noch drin, warst ja gar nicht. Nee, ich bin hier. Das ist ja. Draußen. Gucken, wie es draußen aussieht. Kai, die Belegung könnte nicht besser sein, als auf erster Stelle liegend einfach nachher den Motor drum ins Kiesbett zu rutschen. Mit Druck von hinten, wer weiß.
Auf die Rückkilometer gesammelt und dann besten Fans und dann tschüss. Dann geht's ab. Und dann gewinnt Max, größter Konkurrent. Alter, 14. schneller. Ja gut, aber die habe ich auch im dritten Sektor verloren. Oh, absolute Ruhe. Guck dir zu, ich coach dich. Bitte nicht, also wir sind in einem Team, ja? Vergiss das nicht. So, jetzt geht's los hier. Kannst ruhig im siebten gehen. Oh. Du fährst? Ich? Ja. Ja, was fährst du denn? Interessant, Fall. Das ist doch die Frage hier. Hast du dein Heckflügel geändert? Ja. Aber ich komme mal nicht. So. Und jetzt ja, Gott, dann hab ich auf jeden Fall mehr. Ja? Ja, Heckflügel, ja. Ich hab vorne hab ich weniger. Ah, scheiße. Ja. Ich hab vorne auch drei. Das mit dem Scheiß da hinten. Hast du gesehen? Was? Ja. Gerade raus. So. Aber müsste doch eine neue beste Zeit geworden sein, oder nicht? Ja, ist es, aber ich habe quer gestanden in der letzten Kurve. Also, bis zur Spitze habe ich zugeguckt, bis dahin sah es gut aus. Oh, erstmal eine Box kommen hier. Sprit kein. Hallo? Nie. In Ungarn habe ich dich übrigens zur Pole gecoacht, falls du das vergessen hast. What? Du hast ja, zugeguckt. So. Und hab zwei Tipps gegeben, dass er draußen ist. Du hast gesagt, boah, da hättest du weiter innen bleiben müssen, aber es war die Pole-Runde, was bringt mir das? Was ist denn da hier los? Ich komme, wo ich die Lecks nicht supporte. Da hier los? Wo genau jetzt aber? Was machen Sachen? Was machen Sachen? Ich hab überall Lecks, wo man keine Lecks haben darf und dann haut's mich immer, also immer vor Eingang der Kurve. Moin. Ausdümpeln oder vorbereiten? Nee, Landschaft angucken, bisschen mit Flair inhalieren. Was aussieht. Eine Runde für die Fans. Duki dreht schon mal im Volley im paar Donuts. Als Gewinner der Herzen immer. Wenn die KI jetzt in der Box bleibt, das wäre richtig ehrenhaft. Ach stimmt, ja, die KI ist Gewinner der Herzen. Nicht. Nee, immer schneller wird es nicht mehr. Und immer zum Eingang zum Motodrom. Einen Satz habe ich glaube ich noch. Soll der Geiz. Da habe ich jetzt eh die KI vor mir, deswegen hoffe ich, dass die Runde reicht. Wie lang ist denn noch? Bis jetzt liegt unsere beste Runde bei 1,13,4. Aber in der Box steht, da fährt ein Auto vorbei. Ich habe gedacht, hier ist eine Mücke. Er macht die Mücke platt. Ja, ne.
What? Ich bin kein Platz nach vorne, what the fuck? Ja, du bist doch Dritter. Na hä, hey, ich bin gerade 14 schneller gefahren. Ego ist halt 12,4 gefahren. Glaube ich. Ja. Weiß ich nicht, ob ich da nochmal was rausholen kann. Ich finde, es reicht langsam mit den 12er Zeiten. Mhm, ne? Ich also, auch. Nur zur Info. Etwa lustig. Ich gönne euch alles, aber langsam ist gut. Ah, hey, Duki, noch bist du schneller als ich. Wup, wup. Und bester im Team abgepixelt, zumindest gerade. Ja, dabei bleibt's, glaube ich, auch. Ich glaube nicht, dass ich noch schneller kann. Ich überlege, ob ich nochmal mit vollem Tank rausfahren zu üben, aber... mein Teamkollege krebs auf Platz 18 rum. Also, der Force India Teamkollege. Wollte ich gerade sagen. Wäre erbärmlich. Mhm. Maxi, bei dir geht auch nochmal was, gehe ich von aus, ne? Ja, ich hatte gerade 13 nochmal auf jeden Fall drinne. Aber die hat schon mal bei mir? Die hat gerade mir gerade Schultroschor bekackt. Deswegen holen wir jetzt nochmal neue Reifen. Gibt's ein Shoulder wieder dabei? Jawohl. Head by Head. Duki, bist du gerade aus der Box jawohl. Raus? Ja. Bist bei mir driften aus der Box rausgefahren. Ja. Fragst du nur? Ja, Duki, reicht mit 12er Teil. Das ist halt krass, ich verliere im dritten Sektor eine ganze Sekunde. Da sieht man mal, dass er sauber halt Kurven gar nicht kann. Oder ich halt. Warum fährst du den Reifen? Keine Ahnung. Der bringt dir nichts. Alter, ey, ich will jetzt keine Qualität besetzen. Ich hab vollgetankt. Ehrlich. Was? Sicherlich. Ich brauch noch Fahrpraxis. Natürlich, das ist das Auto, aber auch der Fahrer. Ja. Ja, Max, ich fahr schneller. Du bist doch auch der schnellere Fahrer. Ja, grundsätzlich schon mal in die McLaren. Ja, geht mal schlecht, bist ja drin. Ist ja besetzt. Ich leide ja mal ein. Könnt Autos tauschen gerne. Ja, schnell April an drüber, wa? Oder ja, nach, Gegen. Auf die Schanze. So, ich glaube, ich kann rausfahren. Ey, jetzt hab ich schon rausfahren. Ja, jetzt habe ich keine Sätze mehr, aber ich hoffentlich denke, hoffentlich komme ich rein. Vor dir raus. Ich glaube aber, ich habe vor dir rausfahren gedrückt, wenn ich Glück habe. Bei mir fährst du gerade raus? Nee, noch nicht. Okay, perfekt. Drauf. Geil, mir wurde gerade gesagt, dass ich der langsamste auf den gerade bin. Nice. Da muss ich gerade mal richtig was falsch gemacht haben. Oh, da ist eine Wand. Philipp, jetzt fahren wir auf Marco und Keins. Ja, mach ich. Mit der S aber auch. Ja, ich bin schon scheiße rausgekommen, egal. Sollte bei dem Auto keinen Unterschied machen. $398 301 Hä? Vielleicht ein bisschen den Schatten gehabt oder so? Keine Ahnung, es war ja die ganze Zeit anders. Das hab ich gerade richtig so der Hä-Effekt. Weiß nicht, noch sieht alles still in der Boxenkasse aus. Bleibt das auch so oder eher nicht? Ja, ich hoffe es. Wenn, dann können wir jetzt nichts mehr dran ändern. Da gehen gerade die Motoren an. Nein. Warte auch gerade ziemlich lange, um rauszufahren. Jo, es geht los, Philipp. Ja, ich bin vorbei. Maxi soll es auch noch schaffen. Gerade eben. Aber wirklich gerade eben. Und Grosjean bremst einfach absolut mitten auf der Geraden. Hab die erste Kurve verkackt. Ich auch. Wow. Machen wir gerade Teamversammlung, Ray, bist du da?
Ja, wie steht der gerade auf der Strecke? Was ist? Ich bin jetzt gerade richtig scheiße, weil ich jetzt meine Schnelle will und die Reifen sind jetzt heiß. Ja, der kommt verkackt. Och Mann! Ja, noch eine Zehntel, fast zwei Zehntel rausgeholt, aber es reicht nicht. Es reicht nicht. Aber guckst du mir gerade zu? Nein, ich fahre selbst. Trotzdem fehlt da Maxi. Warte mal, was denn? Trotzdem Vierter oder was? Inwiefern? Ja, eben war Marvin noch Vierter. Warte mal. Wir suchen nach einer Lösung. Bleib auf der Strecke. Philipp, was hast du für eine Zeit gefahren? 1, 12, 4, 7, 7. Startaufstellung hätte ich jetzt eigentlich gar nichts. Ach, oh, Philipp. So was? 10.000stel. For real? Ja. Das. Und ich weiß ganz genau, dass ich sie in der ersten Kurve weggeschmissen habe. Ach, Freunde. Das. Egal. Das komplett. Egal. Lol, in den letzten zwei Kurven verkackt, gerade noch 13. Aha. Ja Gott, was hast du für eine Zahl? 1, 2, 4, 7, 7. Ja, wäre ich trotzdem hinter dir. Immerhin. Ja, und nicht mehr wie die letzten beiden Qualifyings. Ja, ach wenn ich Mann, auch ich mal hab's Outfall ins Motordrom, hab ich den vierten Platz verkackt. Gesagt, wir sind ganz gut beieinander. Im Training hatte ich ja noch Angst vor Marvin. Im Training? Das hätte sich spätestens im Rennen erledigt. So wie mit mir. Oh Mann. Da muss ich dann aber auch ganz schnell los. Ja, hier die Red Bulls können sich beide erste Kurve ab. Nee, das hätte doch was, nix. Ja doch, wenn ich dann für den Sieg hole, das schmeckt das. Ey Gott, ich garantiere für nix. Boah. Boah. Ja, der dann räum aber bitte noch den ersten McLaren mit. Überlegst du, wenn du es anstellst, gibt's das. Oh, das ist ja dann Philipp, damit bin ich einfach starten, Marvin. Marvin schießt mich ab, ja. Genau. Alter, also, ja, stimmt, ich stehe hinter Kaif und Philipp. Sainz hängt dir am Arsch. Sainz hat sich kaputt gefahren. Oh. Der Williams fährt hinten drauf. Oh, Sainz fünf Grad Strafe. Yay. Sie rockt mit auf. Naja. Sie rockt die Stadt von 25. Ja. Raikön ist auch immer komplett bad, ne? Was ist das denn? So alt. Was machen die bei dir da? Der Rentner. Bitte? Yo. Ich seh's gar nicht. Die fahren hier alles hinten rein. Die wollen nicht alle bumsen. Was ist hier eigentlich mit der 96? Warum? Ach so, hey, Maxi, ja. Ist klar, Maxi? Maxi fährt mir voll hinten rein. Ja. Ah, die Lifestyle 4 hat mir bisher einigermaßen im Qualifying geschmeckt. Ich mal 96 plus 4, das ist 100 und wir keep it 100, you know. Ach, guck mal, Ray, hast du noch schneller geschafft. 100% everything. Ja. Zeitgleich, sagen wir es mal so. Die heißen Reifen waren der Schlüssel zum Erfolg. Das stimmt. Ich glaube, ja, sie haben nicht auf Temperatur bekommen, das war der Trick. Wenn ich gerade sehe, wenn ich die Zeit rausgeholt hätte, die ich noch drin hatte, dann wären wir genau gleich. Ja, Mann, das war's kaputt. Gut, damit war's das heute mit den Qualifying und mit dem freien Training. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen nach oben da. Ach nö. In der Videobeschreibung findet ihr die Sichten der anderen. Ich sag tschüss. Bis morgen zum Rennen. Rein, bis morgen. Tschö. Ciao.